allem deswegen thematisiert, weil diese Doppelposition analytisch mir so relevant erscheint. Wir sind in Verhältnisse gestellt, strukturell. Ja, wir agieren unter Verhältnissen, die wir nicht wollen können. Und die wir, glaube ich, auch wenn wir uns die bewusst machen, nicht wollen. Aber ja, dass wir auf Kosten anderer leben, ist nicht unsere persönliche Entscheidung, weil wir irgendwie bösartig werden oder egoistisch oder was auch immer. Sondern es ist eine Position, in der wir uns gesellschaftlich befinden, in der wir sozusagen mitgefangen sind und die man als Position thematisieren müsste und die man in Alltagspraktiken, und zwar kollektiv, das geht nicht individuell, kollektiv muss man diese Position thematisieren und an dieser Position arbeiten. Und umgekehrt ja dann auch eine positive alternative Position aufzeigen, zum Beispiel wie denn eine Weltwirtschaft aussehen könnte, ohne Externalisierung, ohne Kapitalismus, aber auch mit einem sehr gemäßigten Wohlstand, der dann aber für alle möglich wäre. Und das ist schon in Ihrer Vorstellung auch eine begeisternde Alternative. Naja, also ja, die wird also nicht alle begeistern. Ne? Deswegen begeistert, weil sie da gerecht ist und weil man zum Beispiel keine Schuldgefühle mehr hat. Aber die wird natürlich auch viele Menschen in dieser Gesellschaft erstmal nicht begeistern an der Oberfläche, weil doch klar ist, da wird immer gesagt, ja, mit Verzicht kann man den Leuten nicht kommen. Keine Ahnung, dann sollten wir einen Workshop bilden, wie man Verzicht anders bezeichnet, damit sexy wirkt. Ja, aber dass das Reproduktionsniveau dieser Gesellschaft runtergefahren werden muss, damit andere hochkommen können, ist völlig klar. Jetzt nicht nur wegen ökologischer Grenzen absoluter, die lassen sich vielleicht sogar noch ein bisschen rausschieben oder ja, eine Weile, sondern es ist ganz klar, aus Fragen der Konfliktivität in dieser Welt, ja, ist klar, wir müssen runter mit dem Reproduktionsniveau, das heißt aber in dieser Gesellschaft massive Umverteilung, damit es überhaupt möglich ist, ja, und gleichzeitig massive Umverteilung weltweit. So. Ich war gestern bei einem Vortrag in Darmstadt bei Herrn Romanzer, der hier auch schon mal gesprochen hat, und Herr Romanzer hat hauptsächlich Afrika natürlich, aber die Dorfgemeinde, eine Dorfgemeinde, die man das hier ist, dort liegt, wo wirklich ein kommunales, kommunitäres Gemeinschaftsdenken praktiziert wird. Und er sagte wörtlich, dass dort keiner auf Kosten des anderen seine Lebenskraft oder seine Möglichkeiten stärken darf. Dass keiner auf Kosten des anderen seine Lebenskraft stärkt. Und die Keimzelle des Kapitalismus, das wissen wir, ist, es gibt hier keinen Arbeitsplatz. In der Wirtschaft gäbe es nicht einen Arbeitsplatz, wenn nicht kalkuliert wird, dass ich auf Kosten des anderen mich reicher mache. Das ist der Grundtatbestand dieser Verhältnisse. Und damit hat natürlich, und das ist jetzt nicht nur eine Außenbeziehung, nach außen auf Kosten anderer zu leben, sondern diesen Grundtatbestand haben wir hier und der geht durch uns alle hindurch. Und wenn ich hier ein bisschen besser dran rauskommen möchte aus der ganzen Scheiße, dann bin ich in diesem performativen Widerspruch, dass ich für mich etwas Besseres machen möchte, aber zugleich auf Kosten anderer. Und ich möchte noch mal dazu sagen, bevor ihr antwortet, ich finde das schon ein Politisierungsmotiv zu sagen, ich will nicht mehr auf Kosten anderer leben. Es ist einfach ein verdammt viel besseres Lebensgefühl, ein Wirtschaftsmodell zu entwickeln, was nicht auf Kosten anderer geht und nicht auf Kosten der Umwelt. Das ist jetzt für mich tatsächlich ein begeisterndes, mobilisierbares Projekt. Das ist für mich der Schluss, weil ich das nicht mehr ertragen kann und nicht mehr ertragen möchte, in dieser Scheiße zu leben, Angst zu haben, wenn der Kollege besser ist, weil ich dann zurückfalle. Und genauso ist es mit den Ländern. Das ist dieser Grundabbestand. Ja. Und das ist ein Politikum an sich, von Präsenz bis zum Ethik her. Und man wird vorsichtig, auf andere zu deuten, mit dem Finger, ob das jetzt ein anderes Land ist, oder ob das der Kollege ist, oder ob das der Bourgeois ist, oder ob das die Elite ist. Natürlich gibt es diese Unterschiede, aber wir alle sind in dieser Scheiße. Ich möchte an die Scheiße anknüpfen. Und zwar, ja, weil ich mein Lieblingszitat von Heiner Müller, Kapitel 3, vorangestellt habe, aus der Hamlet-Maschine. Irgendwo werden Leiber zerbrochen, damit ich wohnen kann in meiner Scheiße. Und wenn man das übersetzt, wahrscheinlich wird es keine, würde ich jetzt als Soziologe nochmal zu bedenken geben, wahrscheinlich wird es keine komplexere Form des gemeinsamen Zusammenlebens geben, in dem man überhaupt nicht auf Kosten anderer lebt, vorübergehend oder vielleicht auch dauerhaft. Ich glaube aber, die Frage ist,
und das haben Sie, also da würde ich mich unmittelbar anschließen, diese Gesellschaft, Weltgesellschaft, auch diese hiesige Gesellschaft, ist so eingerichtet, dass man systematisch dazu gezwungen ist, auf Kosten anderer zu leben und anderswo Leiber entweder zu zerbrechen oder zerbrechen zu lassen. Und das ist tatsächlich eine, und man kann es unterschiedlich formulieren, ist eine wahnwitzige Konstitution von Gesellschaft. Ja? Es ist eine, man kann es auch vorsichtig sagen, es ist eine unvernünftige, ja, es ist, wir können es moralisieren auch, ja, es ist eine, wo man sich schuldig macht, wie auch immer, egal wie man es rahmt, es muss darum gehen, diese Einrichtung von gesellschaftlichen Verhältnissen, in die wir gestellt sind, die zu verändern. Und da würde ich sagen, es ist tatsächlich so, man muss politisch kämpfen über bestimmte Strukturforderungen und man muss aber in den Lebensräumen, in denen es einem zur Verfügung steht, die einem selbst verfügbar sind. Die Strukturen, in die wir gesetzt sind, sind uns nicht unmittelbar verfügbar, aber manche Kleinstrukturen, Mikrostrukturen sind uns verfügbar und da so weit wie möglich von Konkurrenz auf Solidarität umzuschalten, ist, glaube ich, Teil dieser Politisierung des Alltags.